Heute geht es um Nullsummenspiele. Nullsummenspiele sind eine wichtige Klasse von Spielen, bei der immer das, was der eine gewinnt, der andere verliert. Typischerweise sind das Zwei-Personen-Spiele, man kann natürlich aber auch N-Personen-Nullsummenspiele anschauen. Bei einem Zwei-Personen-Nullsummenspiel ist es so, dass der erste Spieler die Auszahlung hat U1 von S1 von S2 und der zweite Spieler dann einfach das Negative davon. Das heißt, immer das, was der eine gewinnt, verliert der andere. Und das sind natürlich sehr viele Spiele, zum Beispiel Gesellschaftsspiele, Schach ist eben das bekannteste wahrscheinlich. Aber viele andere Spiele auch in der Wirtschaft vielleicht nicht ganz so häufig. Da sind oft Spiele vorherrschend, die, wo alle Spieler etwas gewinnen könnten oder alle Spieler etwas verlieren könnten. Diese Nullsummenspiele wurden schon perfekt gelöst von John von Neumann 1928. Und das werden wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Wie gesagt, das einfachste Nullsummenspiel, das wir schon hatten, ist Matching Pennies, aber auch Stein, Schere, Papier und Schach sind Nullsummenspiele. Bei Matching Pennies sehen Sie jetzt in jeder Zelle hier addieren sich die Auszahlungen zu 0, also die 1, die minus 1. Zusammen gibt das 0. Man kann aber auch ohne Änderung diese Theorie übertragen auf sogenannte Konstantsummenspiele, wo also die beiden Auszahlungen der beiden Spieler sich zu einer Konstante C addieren. Und das können wir deswegen machen, weil wir gerade gesehen haben, dass wenn wir eine Konstante addieren bei einem Spieler oder subtrahieren bei einem Spieler, wie zum Beispiel hier jetzt bei Spieler 1, da ziehen wir überall C ab, dann ist das äquivalent, die Gleichgewichte ändern sich nicht, die beste Antwortkorrespondent ändert sich nicht. Und deswegen ist die Lösung, die wir jetzt bekommen werden für die Nullsummenspiele, auch nicht davon diesem C abhängig. Und damit kann man entweder Konstantsummenspiele oder Nullsummenspiele sagen und die Lösung wäre dieselbe. Warum sind die Nullsummenspiele in einem gewissen Sinn einfacher zu lösen als normale Spiele? Der Grund ist, weil man hier zu Recht davon ausgehen kann, dass der andere Spieler einem übel will. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er schlicht und einfach seine eigene Auszahlung maximieren möchte. Und wenn er das tut, wird er meine minimieren. Ja, wir haben schon andere Spiele gesehen, zum Beispiel das Gefangendilemma, wo das nicht der Fall ist. Da können beide Spieler sich besser stellen, wenn sie kooperieren. Hier in einem Nullsummenspiel ist das nie möglich. Wenn der eine Spieler sich besser stellt, stellt der andere sich schlechter. Das macht aber die Lösung tatsächlich etwas einfacher, weil wir nämlich in diesem Fall eine sehr prominente, wichtige Strategie haben, nämlich eine sogenannte Sicherheitsstrategie. Was wäre das? Das ist eine Strategie, wo man sicherstellt, dass man im schlimmsten Fall am wenigsten verliert. Diese Strategie nennt man auch Max-Min-Strategien, weil man immer versucht, das Maximum rauszuholen im Worst Case sozusagen. Jetzt haben wir hier ein Spiel. Sie sehen, das ist ein Nullsummenspiel, weil die Auszahlungen sich immer zu Null addieren, der beiden Spieler. Was sollte Spieler 1 tun? Nun, wenn er oben spielt, dann kriegt er im schlimmsten Fall minus 6. Wenn er unten spielt, kriegt er im schlimmsten Fall minus 2. Wenn er also sicher gehen möchte, dass er auch im schlimmsten Fall nichts zu schlecht darstellt, dann wird er natürlich die Strategie unten nehmen, denn dann ist der schlimmste Fall weniger schlimm. Oder anders ausgedrückt, er wird das Minimum maximieren. Also, wie geht das? Max, Min, Max bezüglich seiner eigenen Strategie, Minimum bezüglich der Strategien des anderen, weil der andere einem ja das Übel will. Jetzt kann ich mir das mal genauer anschauen. Wenn ich also überlege, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn der andere Spieler auswählt, das wäre entweder die minus 6, wenn er oben spielt, oder die minus 2, wenn er unten spielt. Und dann wählt er das Maximum davon. Das wäre natürlich die minus 2, also wählt er unten als Sicherheitsstrategie.
Das wäre also die Max-Min-Strategie, wenn man nur reine Strategien erlaubt. Jetzt könnte es aber auch passieren, und es ist in der Regel so, dass wenn man gemischte Max-Min-Strategien benutzt, dass man sich noch besser stellt. Schauen wir uns das bei diesem Beispiel mal an und nehmen an, dass der Spieler 1 mischen kann zwischen oben und unten. Und zwar mischt er mit Wahrscheinlichkeit P, spielt er oben. Also Sigma 1 von oben ist P. Was kriegt er dann als Auszahlung? Angenommen, der andere Spieler, der zweite Spieler spielt links. Was ist dann seine Auszahlung? Wenn er die Strategie Sigma 1 benutzt, Sigma 1 ist eine Mischung zwischen oben und unten, dann kriegt er manchmal 2, manchmal minus 6, manchmal minus 2, manchmal minus 1. Entschuldigung, er kriegt entweder die 2 oder die minus 2, wenn der andere Spieler links spielt. Er kriegt natürlich nie die minus 6 und nicht die minus 1. Also er kriegt manchmal 2 und manchmal minus 2. Und mit welcher Wahrscheinlichkeit kriegt er das? Er kriegt sie mit Wahrscheinlichkeit p, kriegt er die 2 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p kriegt er die minus 2. Das heißt also, er bekommt im Erwartungswert 4p minus 2. Wenn der andere Spieler hingegen rechts spielt, dann gibt ihm diese Strategie Sigma 1 manchmal minus 6 und manchmal minus 1. Er kriegt also im Erwartungswert minus 6p plus 1 minus p mal minus 1 macht minus 5p minus 1. So. Was wir jetzt suchen, ist ein Punkt, an dem diese beiden gleich sind. Ich werde gleich erklären, warum dieser Punkt wichtig ist. Erstmal suchen wir den Punkt P, an dem diese beiden Auszahlungen gleich sind. Also ich setze sie nur gleich, löse das auf und finde dann, dass P gleich ein Neuntel ist. Das heißt also, für P gleich ein Neuntel ist die Auszahlung, die ich bekomme, egal, ob der andere Spieler links oder rechts spielt, ist gleich groß. Warum ist das jetzt meine Max-Min-Strategie? Das kann man sich am besten mal grafisch anschauen. Auf dieser Achse hier steht P und hier steht meine Auszahlung von meiner gemischten Sicherheitsstrategie. Und jetzt wissen wir natürlich, dass der andere Spieler entweder links spielen kann oder er kann rechts spielen. Wenn er links spielt, dann habe ich gesehen, bekomme ich 4p minus 2. Sie sehen, das ist eine Gerade und die Steigung ist 4. Y-Achse ist minus 2. Das heißt, ich beginne hier bei der minus 2 und habe dann eine Steigung von 4. Das ist die eine. Die andere Gerade ist, wenn andere Spieler rechts spielt, dann habe ich minus 5p, also eine Steigung von minus 5 und einen Y-Achsenabschnitt von minus 1. Das ist diese Gerade hier, die beginnt bei minus 1 und geht hier runter. Das ist also Sigma, das ist die Auszahlung, die der Spieler bekommt, wenn der andere Spieler rechts spielt und das ist, wenn der andere Spieler links spielt. Jetzt gehen wir davon aus, dass der andere Spieler das wählt, was am schlechtesten ist für einen selbst, weil er natürlich das wählt, was am besten ist für ihn selbst. Das heißt, er wird also immer das, egal welches Sigma ich wähle oder welches P ich wähle, was ja das gleiche ist hier, egal welches P ich wähle, wird der andere Spieler die Strategie für ihn auswählen, die für ihn besser und für mich schlechter ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein P von 0 wählen würde, was hier eine reine Strategie wäre, dann würde der andere Spieler links wählen und dann habe ich die Auszahlung von minus 2. Das kenne ich ja schon. Das ist nämlich genau dieser Wert hier, diese minus 2. Wenn ich eine andere reine Strategie spiele, wenn ich also hier P von 1 spiele, dann enden wir bei minus 6. Das ist auch schon, kennen wir auch schon, das ist diese minus 6. Okay, wenn ich jetzt aber irgendeine Mischung benutze, was wird der andere Spieler dann wählen? Er wird immer das Beste für sich und das Schlechteste für mich wählen. Und das ist genau diese gelbe Kurve. Das ist nämlich das Minimum von zwei Geraden. Die gelbe Kurve ist das Minimum von diesen beiden schwarzen Geraden. Sieht man ja. Wenn ich also zum Beispiel hier liege,
Dann werde ich gucken, was sind die beiden Werte? Das ist dieser Wert oder dieser Wert. Welcher ist kleiner? Ja, der da unten. Also ist das hier meine Kurve. Das heißt, das Gelbe ist sozusagen immer die untere Einhüllende von diesen beiden Geraden. So. Gelb ist also das Minimum von dieser Auszahlung hier. Das ist genau das, was hier steht. Dieser Teil. Und jetzt suche ich das Maximum davon. Okay. Jetzt suche ich das Maximum. Und wo ist das Maximum? Natürlich dieser Wert hier. Das ist der höchste Wert von der gelben Kurve. Und damit habe ich hier das Max-Min. Und wo ist dieses Max-Min? Naja, das ist natürlich für einen Wert von p gleich 1/9, wie wir gerade ausgerechnet haben, weil da schneiden sich diese beiden Geraden. Das heißt, ich habe jetzt also die Max-Min-Strategie ermittelt. Das ist die, mit der ich die Strategie oben mit Wahrscheinlichkeit 1/9 und die da unten mit 8/9 spiele. Das ist die Strategie, bei der ich dann am wenigsten verliere. Und wie viel werde ich nun verlieren? Das kann man hier so ungefähr ablesen. Um es genau auszurechnen, kann ich es einfach in eine der beiden Kurven einsetzen und dann bekomme ich raus 4 mal 1 Neuntel minus 2 oder eben minus 14 Neuntel. Und Sie sehen, minus 14 Neuntel, das ist mehr als minus 2, das wäre ja minus 18 Neuntel. Also habe ich tatsächlich weniger verloren als mit einer reinen Strategie. Das ist also der Grund, warum man in diesen Fällen oft eine gemischte Strategie benutzt, um einen möglichst hohen Sicherheitswert zu bekommen, einen möglichst hohen Max-Min-Wert zu bekommen. So, jetzt kann man sich aber auch das Umgedrehte überlegen, nämlich eine Min-Max-Strategie. Ja, das ist nicht ganz so intuitiv, aber vielleicht kann man sich so vorstellen, angenommen, man könnte quasi erahnen, was der andere tut, wähle eine beste Antwort darauf. In diesem Fall also wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich wiederum nur reine Strategien mir anschaue, könnte ich mir überlegen, naja, was würde ich denn idealerweise tun? Und dann wird der andere mir das Schlechteste auswählen. Das wäre also quasi, wenn ich zu meinem Originalspiel zurückgehe. In diesem Fall hätte ich ich mache es mal gelb. In diesem Fall hätte ich hier 2, das wäre die höchste Auszahlung von oben, oder ich hätte die minus 1, das wäre die höchste Auszahlung von unten. Und der Spieler 2 wählt das Schlechtere für mich aus, also die minus 1. Dann wäre ich also bei diesem hier. Das wäre dann mein Min-Max-Wert. Mein Min-Max-Wert wäre also in diesem Fall minus 1. Aber auch hier kann ich mich durch gemischte Strategien besser stellen. In vielen Fällen. Also werde ich jetzt auch hier gemischte Strategien unterstellen, beziehungsweise der andere Spieler wird jetzt hier mischen, ja, der wird mit seinen Sigma 2 mischen. Ich brauche tatsächlich nicht mischen, ich kann mich nämlich dadurch nicht besser stellen. Das heißt, der zweite Spieler wählt seine Strategie links mit der Wahrscheinlichkeit Q. Was bekomme ich dann als Auszahlung? Wenn ich oben spiele, kriege ich 2 mal Q und 1 minus Q mal minus 6. Macht 8 mal Q minus 6. Wenn ich unten spiele, bekomme ich mit Wahrscheinlichkeit Q die minus 2 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Q mal die minus 1 macht minus Q minus 1 insgesamt. Auch hier setze ich wieder die beiden Werte gleich und löse auf und dann bekomme ich ein Q von 5 Neunteln. Das wäre also die Min-Max-Strategie. Und welchen Min-Max-Wert erhalte ich damit? Ich setze es wiederum ein in die Auszahlung und bekomme dann 8 mal 5 Neuntel minus 6 macht, oha, wieder minus 14 Neuntel. Das heißt, der Min-Max und der Max-Min-Wert sind gleich, was hier steht. Ist das ein Zufall? Nein, natürlich nicht. Stellt sich heraus, dass in allen Nullsummenspielen
der Min-Max gleich dem Max-Min-Wert ist. Übrigens, und wie ich gerade schon erwähnt habe, ich kann hier ohne Probleme bei dem zweiten Operator, nicht beim ersten, aber beim zweiten, kann ich die reinen Strategien durch gemischte ersetzen oder umgedreht. Warum kann ich das? Das hat wieder damit zu tun, was ich schon mal erklärt hatte. Für einen gegebenen festen Wert des anderen Spielers ist eine Mischung nicht besser als eine reine Strategie. Und deswegen kann ich hier genauso gut gemischte Strategien reinschreiben. Nicht für den ersten, haben wir ja gerade gesehen, da macht es einen Unterschied, aber bei der zweiten Operator kann ich das ohne Probleme tun. Das heißt, ob ich da jetzt hier reine oder gemischte Strategien, spielt keine Rolle. Wir machen das jetzt hier mal allgemein mit gemischten Strategien. Und dann kommen wir jetzt zu dem gefeierten Ergebnis von Neumann. Der erste Teil dazu ist folgendes. Die Behauptung nämlich, dass ein Min-Max-Wert immer mindestens so groß sein muss wie ein Max-Min-Wert. Und das gilt für alle Spiele, nicht nur für Nullsummenspiele. Und den Min-Max-Wert nennen wir M1 groß geschrieben und den Max-Min-Wert nennen wir M1 klein geschrieben. Warum ist das so? Das kann man relativ einfach beweisen und deswegen machen wir es auch hier auf folgende Art und Weise. Es ist ja klar, dass per Definition des Max-Operators folgende Ungleichung gelten muss. U1 von Sigma 1 Strich gegen ein festes Sigma 2 ist immer höchstens so groß wie das Maximum dieser Auszahlung über alle Sigma 1. Das ist einfach die Definition von so einem Max-Operator. Das hier gilt aber natürlich selbstverständlich für alle Sigma 2 und deswegen auch für das Sigma 2, dass diese Auszahlung hier minimiert. Kann ich also ein Minimum davor schreiben auf beiden Seiten. So, jetzt gilt diese Ungleichung aber auch für alle Sigma 1 Strich und damit natürlich auch für das Maximale. Es gilt für jedes, also kann ich auch das nehmen, das hier das Maximum erfüllt. Warum nicht? Auf der rechten Seite ändere ich ja gar nichts. Auf der linken Seite benutze ich nur die Tatsache, dass dieses hier gilt für jedes Sigma 1 Strich, weil ich ja kein bestimmtes Sigma 1 Strich vorausgesetzt habe. Also gilt es für alle und damit auch für das Maximale. Und schon habe ich diese Ungleichung hier stehen. Das gilt also für alle Spiele, nicht nur Nullsummenspiele. Jetzt kommt der nächste Teil. Nein, jetzt kommt hier erstmal eine Illustration für genau diese Einsicht, die wir gerade hier bekommen haben. Das kann man auch sich grafisch nochmal anschauen. Es braucht ein wenig Erklärung. Ich habe hier ein Spiel, bei dem ich jetzt einfach mal drei beliebige gemischte Strategien und deren Auszahlungen aufgezeichnet habe. Und zwar in Abhängigkeit von der Mischung des anderen Spielers. Also der andere Spieler mischt mit Wahrscheinlichkeit Sigma 2, es ist nur ein 2x2 Spiel. Der erste Spieler hat der hat nicht nur drei, aber ich habe hier drei exemplarische gemischte Strategien mal rausgenommen. Und ich möchte einfach damit illustrieren, wie man jetzt mit diesem Max-Min und so weiter hier und dem Min-Max operiert. Und wie man sieht, dass das Min-Max immer größer ist als das Max-Min oder größer gleich. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Also, dieser Spieler 2, der mischt mit einer Wahrscheinlichkeit von Sigma 2, die kann natürlich irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Und diese drei Geraden, die habe ich jetzt einfach mal beliebig hingezeichnet. Vollkommen beliebig. Die eine ist auf, zwei sind aufsteigend, eines abfallend. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich möchte nur zeigen, wie man mit diesen drei Geraden jetzt ein Max-Min und ein Min-Max findet. Okay. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel schauen wir uns erstmal, was das Max von U1 ist. Was
kann ich machen? Ich möchte hier bezüglich meinen eigenen gemischten Strategien maximieren. Hier maximiere ich jetzt nicht über alle gemischten Strategien, sondern nur über die drei, die ich gerade hier habe. Und Sie sehen zum Beispiel diese hier, diese Sigma 1 Sternstern, die ist eigentlich immer schlecht. Die ist zum Beispiel immer schlechter als diese hier. Die ist dominiert. Die werde ich also nie benutzen. Aber ich werde zwischen den anderen beiden mischen, also zwischen Sigma 1 und Sigma 1 Stern. Die werde ich schon mischen, nämlich für manche Bereiche hier ist die erste besser und hier ist die zweite besser. Das heißt, diese gelbe Kurve hier, das ist diese gelbe Kurve, das ist das Maximum bezüglich meiner eigenen gemischten Strategien. So, und wo ist jetzt das Min-Max? Das ist einfach der schlechteste Wert auf der gelben Kurve und das ist in diesem Fall hier. Das wäre also das Min-Max bezüglich meiner eigenen Strategien. Und Sie sehen, das Min-Max ist hier auf diesem Wert hier. Wo ist jetzt das Max-Min? Wo finde ich jetzt das Max-Min? Naja, da muss ich erstmal für jede von diesen drei Geraden den schlechtesten Wert ermitteln. Der eine schlechteste Wert ist hier, der zweite schlechteste Wert ist hier und der dritte ist hier. Der ist so ein bisschen drüber über dem hier und damit habe ich hier das Max-Min, also das größte der Minima. Das wäre dieser Wert hier. Das wäre das Max-Min. Und jetzt sehen Sie natürlich schon, das Min-Max ist größer als das Max-Min. Und damit haben wir illustriert, was wir gerade schon bewiesen haben. Wie können wir jetzt das ändern? Die Grafik ist ja nur ein Beispiel. Könnten wir das jetzt vielleicht ändern? Und das Ergebnis umdrehen? Probieren wir doch einfach mal, eine dieser Kurven zu verschieben. Nehme ich zum Beispiel mal diese Kurve hier und verschiebe sie nach oben. Was würde passieren? Ab einem bestimmten Wert würde sich natürlich, wenn ich diese hier verschiebe, würde natürlich die gelbe Kurve sich auch ändern. Wenn ich nämlich dann plötzlich hier zum Beispiel liegen würde, was würde dann mit der gelben Kurve passieren? Die würde dann so aussehen. Aber immer noch, nach wie vor wird es so sein, dass das Min-Max größer ist als das Max-Min. Wenn wir das noch weiter hoch verschieben, wird vielleicht irgendwann die Kurve, die nur noch so aussehen. Und dann haben wir kein inneres Max-Min mehr, sondern dann wäre das kein inneres Min-Max mehr, sondern dann wäre das Min-Max jetzt vielleicht an hier. Und in diesem Fall wäre es tatsächlich dann so, dass das Max-Min gleich dem Min-Max sind. Denn dieser Punkt wäre dann, und wenn ich noch weiter hochschiebe, wird es immer so bleiben, da wäre das Max-Min gleich dem Min-Max. Und in beiden Fällen aber ist immer noch unsere Ungleichung erfüllt. Das heißt also, es wäre so, dass in diesem Fall Min-Max gleich Max-Min wäre, aber es wäre nie schlechter. Das ist also eine Illustration und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ergebnis. Das ist ein Zwischenergebnis. In Nullsummenspiel gilt, dass M1 gleich minus M2 ist. Was ist minus M2? Na, minus M2 wäre dieses hier nur für Spieler 2. Also das Max-Min für Spieler 2. Und wenn ich dann diese beiden Propositionen zusammenlege, komme ich zu dem berühmten Minimax-Theorem. Man sagt da komischerweise Minimax, hat immer noch so ein I dazwischen. Das ist, glaube ich, mehr so aus phonetischen Gründen. Minimax-Theorem, und das geht tatsächlich zurück auf John von Neumann 1928 in einer deutschen Mathematikzeitschrift übrigens. Und dieses Theorem sagt Folgendes. In endlichen Nullsummenspielen existiert ein Sigma 1, Sigma 2, also eine Kombination von gemischten Strategien für die beiden Spieler, so dass gilt M1 gleich klein M1 gleich minus M2 gleich minus M2. Das heißt also, es gibt eine gemischte Strategie für beide Spieler, so dass deren Max-Min-Wert gleich dem Min-Max-Wert ist, gleich
dem negativen Min-Max und Max-Min von dem anderen Spieler. Es ist ja ein Nullsummenspiel, das heißt, was der eine Spieler verliert, gewinnt der andere. Aber es ist so, dass beide sich ein Sicherheitsniveau garantieren können und das wäre für den einen Spieler eben dieses oder für den anderen Spieler eben dieses. Wenn Sie den Artikel von Nash sich nochmal anschauen, genau, dann sehen Sie, dass tatsächlich natürlich er selber schon sagt, naja, klar, in Nullsummenspiel ist mein Nash-Gleichgewicht, ist mein Gleichgewichtskonzept genauso wie das von Neumann, nämlich dieses hier, also in dem Spezialfall von Nullsummenspiele, ist diese Lösung, die von Neumann hier und natürlich dann später auch Morgenstern und von Neumann in ihrem Buch beschrieben haben, die ist gleich dem Nash-Gleichgewicht. Das heißt also, dieses Sigma 1, Sigma 2 ist ein Nash-Gleichgewicht. Damit haben wir auch die Existenz von Nash-Gleichgewichten schon bewiesen, aber natürlich nur für den Fall von Nullsummenspiele. Also da ist das ist etwas einfacher, da braucht man keinen Fixpunktsatz. Dieses lässt sich leichter beweisen. Wenn Sie einen Beweis mal sehen wollen, einen recht schönen Beweis, dann können Sie zum Beispiel das Buch von Binmore, Fun and Games, sich anschauen. Dort finden Sie auch einen Beweis dafür. Das war's für heute.